Hallo zusammen, schön, dass du wieder dabei bist für unsere Yoga-Einheit. Ich bin die Diana, heute ist die Elina bei mir. Wir befassen uns heute mit Twists, also mit Drehungen. Das bietet einen schönen Ausgleich für deinen Körper. Es gibt eine ganz entspannte, ausgeglichene Stunde heute. Wir starten im Liegen. Du brauchst nur deine Matte und wieder einen Block, wenn du hast, oder ein dickes Buch geht genauso gut. Leg dich auf den Rücken, setz deine Füße auf gut matten Beinen und lass die Knie einfach in der Mitte zusammenfallen, sodass die Beine entspannen können. Leg deine Handflächen auf deinen Bauch und schließe für einen Moment die Augen. Dann atme tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund hauch und alles aus. Mach das noch zweimal tief ein durch die Nase. Hauche wieder aus. Noch ein letztes Mal. Dann schließe deine Lippen und lass den Atem ganz natürlich durch die Nase ein- und ausströmen. Entspanne deine Gesichtszüge. Lass den Unterkiefer los. Lass deine Schultern weich werden. Und spüre, wie deine Handflächen durch deinen Atem, durch die Bauchdecke sanft nach oben und unten sich absenken. Nutze hier diesen Moment, komm erstmal hier auf deiner Matte an. Beruhige deine Gedanken, beruhige deinen Atem. Wir atmen tief durch die Nase ein, vollständig durch die Nase wieder aus. Noch einmal mehr, tief ein, vollständig durch die Nase wieder aus. Dann zieh deine Knie zu dir ran, umarme deine Schienbeine und schaukel erstmal sanft nach links und rechts deinen unteren Rücken aus. Bring die Knie zur Mitte zurück und jetzt schaukeln wir mit ganz runder Wirbelsäule nach vorne. Wir starten ganz klein und bekommen immer etwas mehr Schwung und beim dritten, vierten Mal kommst du mit Schwung nach oben ins Sitzen. Komm hier oben in den Schneidersitz. Entweder legst du die Knöchel übereinander oder die Knöchel voreinander, wie du möchtest. Einatmen, die Arme lang nach oben ziehen, der Blick geht mit und ausatmen, dreh dich nach rechts. Einatmen, komm wieder zurück zur Mitte. Ausatmen, dreh dich nach links. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, dreh dich nach rechts. Nochmal zur Mitte zurück. Und wir drehen ein letztes Mal nach links. Einatmen, zur Mitte zurück. Und ausatmen, leg die Arme mal ganz lang nach vorne ab. Lass den Kopf hier los. Bleib in dieser Vorbeuge hier nochmal tief ein durch die Nase. Und wenn du magst, durch den Mund wieder hauchend lösen. Dann zieh die Hände wieder zu dir ran und komm in den Vierfüßlerstand. Setz dabei die Hände unter deine Schulter und die Finger sind ganz weit aufgefächert. Die Knie stehen hüftschmal und der Fußspann liegt entspannt auf der Matte. Wir machen eine Runde Katze-Kuh. In der Einatmung ziehst du Kopf und Steißbein nach oben, kommst in deine Kuh. Denk dabei, hier den Bauchnabel nach oben zu ziehen, Richtung Wirbelsäule, um den unteren Rücken zu stützen. Ausatmen, roll in die Katze, mach einen ganz runden Katzenbuckel, schiebe deine Hände die Matte von dir weg
Und lass den Kopf unten los. Einatmen, wieder nach oben rollen in deine Kuh. Ausatmend wieder in die Katze. Runder Katzenbuckel. Nochmal nach oben in deine Kuh. Ausatmend in die Katze. Letztes Mal nach oben in die Kuh. Und das letzte Mal in deinen Katzenbuckel. Und dann komm zurück in den geraden Vierfüßlerstand. Mit der nächsten Einatmung zieh deinen rechten Arm lang nach oben zur Decke und ausatmen, fädel den Arm komplett unten durch, bis deine rechte Schulter und rechte Schläfe auf die Matte sich ablegen kann. Einatmen, zieh mir den Arm schon wieder hoch zur Decke und ausatmen, wieder durchfädeln. Einatmen, wieder lang den Arm nach oben und ausatmen, fädel durch. Und wir bleiben jetzt unten liegen, auf deiner rechten Schulter, die rechte Schläfe liegt auf der Matte ab. Schau, dass deine Hüften parallel sind, gerade ausgerichtet sind. Schließ gerne die Augen, wenn du magst, und bleib hier ein paar Atemzüge. In der nächsten Einatmung zieh den rechten Arm nochmal hoch zur Decke. Und dann bring ihn zurück auf die Matte. Wir wechseln die Seite. Den linken Arm nach oben. Ausatmen, fädel durch. Einatmen, wieder den Arm lang nach oben. Ausatmen, wieder durchfädeln. Nochmal nach oben lang. Fädel durch. Und bleib unten. Jetzt auf deiner linken Schulter in die Schläfe. Und schau, dass deine Hüften parallel stehen. Und schließ für einen Moment die Augen. Bleib hier ein paar Atemzüge. Dann ziehen wir den Arm nach oben lang zur Decke. Setzen die Hand zurück auf die Matte. Öffne etwas weiter die Knie und schieb den Po nach hinten auf die Fersen. Komm in dein Kind. Die Arme sind ganz lang nach vorne ausgestreckt. Du kannst gerne mit deinen Fingerspitzen ein bisschen länger die Arme lang rausziehen aus den Schultergelenken. Und dann lass den Kopf los, leg deine Stirn auf die Matte. Wenn die Matte heute zu weit weg ist für dich, dann nimm dir ein Block oder ein dickes Buch und leg dort den Kopf ganz entspannt ab. Ein letztes Mal, geh tief ein. Gerne durch den Mund wieder hauchen, lösen. Wenn du den Block genutzt hast, schieb ihn einfach wieder nach vorne, neben deine Matte. Heb als nächstes deine Po leicht an, setz die Zehen unter und dann schieben wir uns in unseren ersten herabschauenden Hund. Im herabschauenden Hund, schau mal, dass deine Füße hüftschmal nur auseinander stehen und die Fersen möchten nach unten sich Richtung Matte absenken. Wenn die Beinrückseiten zu sehr spannen wollen, gerne leicht die Knie, schau nach vorne. Deine Hände stehen lang und weit und die Finger sind richtig schön aufgefächert. Dann lass den Kopf los, der Nacken ist entspannt. Die Ohren sind auf der Höhe zwischen deinen Oberarmen. Wir bringen etwas Bewegung rein, im Wechsel erstmal die Knie beugen. Gleichzeitig kannst du auch deinen Nacken lockern. Schüttel gerne kleine Neins und kleine Ja's mit dem Kopf. Nein, nein. Ja, ja. Bring die Knie wieder zum Stillstand. Und dann laufen deine Füße in kleinen Schrittchen an am Anfang der Matte, bis sie zwischen den Händen angekommen sind. Häng dich hier nochmal richtig schön lang aus. Lass den Kopf los, lass die Arme los. Auch hier kannst du gerne deine Knie etwas beugen. Und dann mit ganz runder Wirbelsäule rollen wir uns langsam mit gebeugten Knien Wirbel für Wirbel nach oben auf. Den Kopf rollen wir ganz zuletzt auf und am Schluss nochmal die Schulter nach oben und hinten. Komm an den Anfang deiner Matte. Einatmen, die Arme nach oben. Rückbeuge hier, der Blick geht mit. Ausatmen, tauche ab in deine Vorbeuge. Setz die Hände auf die Schienbeine, zieh dich hier in diesen langen Rücken, baue diesen Tisch
Und dabei ziehst du die Kopfkrone lang nach vorne und dein Steißbein schiebst du nach hinten weg. Ausatmen, Knie beugen, Hände auf die Matte und zwei Schritte nach hinten ins Brett. Einatmen hier im Brett, ausatmen, senk die Knie auf die Matte und dann komm in die Bauchlage im Liegestütz. Ellbogen sind dabei ganz eng angelehnt. Schieb deine Fußrücken in die Matte und dann roll erstmal die Schultern nach oben hinten und komm hoch in deine Cobra. Ausatmen, schieb dich über das Kind. In den herabschauenden Mund zurück. Wir bleiben hier ein paar Atemzüge. Schau dir, dass deine Hände weit aufgefächert sind, die Finger. Und beuge dir gerne die Knie, wenn du magst. Lass den Kopf locker. Tief durch die Nase ein, vollständig durch die Nase aus. Und dann schau nach vorne und die Füße laufen in Tippelschritten wieder an den Anfang der Matte zwischen deine Hände. Setz die Hände auf deine Schienbeine, zieh dich wieder in diesen langen Rücken, bau dir diesen Tisch. Und ausatmen, tauche ab in die Vorbeuge. Einatmen, komm den ganzen Weg mit geraden Rücken, Arme nach oben, Rückbeuge nach oben. Ausatmen, noch mehr nach unten abtauchen in die Vorbeuge. Einatmen, Hände auf die Schienbeine, zieh dich wieder in diesen langen Rücken. Ausatmen, setz die Hände auf die Matte, zwei Schritte ins Brett. Einatmen hier, ausatmen, Knie absetzen, Bauchlage mit engen Ellbogen. Schieb wieder deine Fußrücken nach unten in die Matte, Schultern nach hinten rollen und in die Cobra. Ausatmen, herabschauende Hand. Wir bleiben hier ein paar Atemzüge, tief durch die Nase ein. Und wenn du spürst, dass heute noch was eng sitzt, dann lass es gerne durch den geöffneten Mund wieder hauchen los. Dann schau dir nach vorne, die Füße wandern in kleinen Schritten an den Anfang der Matte. Hände setzen auf die Schienbeine, zieh wieder in diesen langen Rücken. Ausatmen, tauche ab in die Vorbeuge. Einatmen, wieder den ganzen Weg nach oben und Rückbeuge hier oben. Ausatmen, nochmal abtauchen in die Vorbeuge. Einatmen, Hände auf die Schienbeine setzen, langer Rücken. Und achten, setz die Hände auf die Matte und nur den rechten Fuß zurück in den Ausfallschritt. Senk das Knie auf die Matte. Dann richte dich auf, Arme ziehen nach oben lang. Ausatmen, Hände vors Herz. Und jetzt twiste den Oberkörper ganz weit nach links. Vereine deinen rechten Ellbogen außen an dem linken Knie. Und entweder bleibst du hier oder wer mag, kann auch gerne das rechte Knie abheben und das rechte Bein strecken. Tief ein hier, lang aus. Noch zwei Atemzüge. Wenn du das Knie abgehoben hast, senkst du wieder zurück auf die Matte. Dreh erstmal den Oberkörper zurück, Arme nochmal lang nach oben. Ausatmen, Hände zurück auf die Matte. Und dann bring das linke Bein zurück, innen herabschauen. Einmal mehr hier tief ein, vollständig aus. Und dann mit der nächsten Einatmung starten wir und laufen die Füße wieder an den Anfang der Matte. Hände auf die Schienbeine, lange Rücken. Ausatmen, abtauchen, vorbeugen. Einatmen, den ganzen Weg nach oben. Ausatmen, wieder abtauchen in die Vorbeuge. Einatmen, lange Rücken. Achtung, setz die Hände auf die Matte und jetzt den linken Fuß zurück in den Ausfallschritt. Senk erstmal das linke Knie auf die Matte. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, Hände vors Herz. Weite Drehung nach rechts. Jetzt den linken Ellbogen außen am rechten Knie verankern. Und hier die Drehung kommen.
Und wer mag, kann auch hier wieder gerne das linke Knie von der Matte abheben. Wir bleiben hier noch zwei lange Atemzüge tief durch die Nase ein. Lang aus. Noch einmal mehr. Dann senk das linke Knie zurück auf die Matte, wenn du es abgehoben hast. Dreh dich zurück zur Mitte, der Arme wieder hoch. Ausatmen, Hände auf die Matte und rechts zurück in den Herabschlagen. Tief einatmen, lang aus. Noch einmal. Und dann wandern die Füße wieder nach vorne zwischen deine Hände. Langer Rücken wieder hier. Ausatmen, tauche ab in die Vorbeuge. Einatmen, ganz tief nach oben. Und ausatmen, Hände vors Herz. Bleib hier für einen Moment. Schließ für einen Moment hier die Augen. Bleib in diesem aufrechten Stand. Die Kopfkrone zieht hoch zur Decke. Du wächst noch ein paar Millimeter nach oben. Lass die Schultern los. Dein Atem fließt. Dann löst die Hände und öffne die Augen. Komm wieder an den Anfang der Matte. Jetzt setzen wir die Füße ganz eng zusammen. Und einatmen, zieh die Arme hoch zur Decke und komm hoch auf die Zehenspitzen. Noch größer werden. Ausatmen, senk die Fersen ab, Hände vors Herz, komm in die Knie und jetzt twiste dich nach rechts und setz deinen linken Ellbogen außen an dein rechtes Knie. Schau mal, dass deine Knie parallel sind. Dreh dich mal um, dann seht ihr es besser. Hände bleiben zusammen und wir kommen hier in den Twist. Wer mag, kann gerne die rechte Hand zur Faust ballen und die von oben in deine linke Handfläche reinschieben. So kannst du dich hier vielleicht noch ein bisschen mehr in deinen Twist hineinschieben. Dann lösen wir auf. Kommen erstmal zurück zur Mitte. Beine sind immer noch gebeugt und jetzt wachsen nach oben bis hoch auf die Zehenspitzen. Und ausatmen, Fersen senken und tauchen wieder nach unten ab. Drehen uns nach links. Rechter Ellbogen verankert sich hier außen am linken Knie. Schau, dass die Knie parallel bleiben. Gerne rutscht hier mal das rechte Knie nach vorne. Hände zusammen und komm hier in die Drehung nach links. Auch hier kannst du gerne die Faust von deiner linken Hand ballen und dich richtig schön hier in die Drehung hineinschieben. Und dann mit der nächsten Einatmen. Komm wieder nach vorne zur Mitte, wachse nach oben bis auf die Zehenspitzen und senk die Fersen wieder ab. Hände vors Herz. Wunderbar. Löse die Hände. Schau mal, dass du deinen Block hast. Liegen vor deinem rechten Fuß und setz die Hände, die rechte Hand auf den Block. Du kannst hier gerne deinen Block variieren. Wenn die Arme zu kurz sind heute, nimm den Block einmal quer oder vielleicht sogar hochkant. Ja, das Schöne ist ja daran, dass wir hier die richtige Höhe einstellen können, die du brauchst. Setz die rechte Hand komplett auf den Block ab und dann beugt das rechte Knie und das linke Bein strecken wir und kommen hier in die Drehung. Der linke Arm zieht hoch zur Decke und wir bleiben hier. Noch einmal tief einatmen hier, ausatmen, senk die linke Hand und wechsel die Seite. Den Block einmal vom linken Fuß absetzen, die linke Handfläche komplett auf den Block ablegen, beugt das linke Knie, rechtes Bein strecken wir und jetzt drehen wir uns nach rechts, der rechte Arm zieht hoch, den Arm zur Decke. Schön aktiv, die Fingerspitzen wollen nach oben durch die Decke sich bohren. Tief einatmen,
Ausatmen, senk die rechte Hand. Schieb den Block einfach zur Seite. Hände hier noch komplett aus, fast den Kopf los, den Rücken, die Arme. Greif, wenn du magst, deine gegenüberliegenden Ellbogen. Lass den Kopf in dieses Fenster hinein los und schaukel sanft nach links und rechts den Oberkörper aus. Komm zurück zur Mitte, lass die Ellbogen los und dann rollen wir uns mit ganz runder Wirbelsäule und gebeugten Knien, Wirbel für Wirbel nach oben auf. Den Kopf rollt zuletzt auf und wir die Schulter nach hinten aufrollen. Gut, als nächstes einatmen, Arme lang nach oben, Rückbeuge hier, ausatmen, tauch ab in die V-Beuge. Und dann mach zwei Schritte nach hinten, innen herab, schaffen Mund. Einmal hier tief ein, lang wieder aus. Verlage dein Gewicht auf deine linke Hand und die rechte Hand greift nach hinten diagonal zu deinem linken Fußknöchel oder auch Wade, das was deine rechte Hand greifen kann. Bleib hier und lass deinen Blick unter deiner linke Achsel hier nach oben zur Decke. Ganz frech nach oben schauen. Wir lösen auf. Rechte Hand zurück nach vorne. Verlagere das Gewicht darauf. Greif mit der linken Hand diagonal nach hinten zu deinem rechten Knöchel. Und du schaust dann wieder frech unter deiner Achselhöhle nach oben zur Decke. Dann wieder die Hand zurück nach vorne bringen. Einmal tief ein, hauchen aus. Zieh dich hoch auf deine Zehenspitzen und dann roll dich mit ganz runden Rücken nach vorne ins Brett. Hier bleiben und ausatmen. Versuch mal ohne Knie absetzen, im Liegestütz mit eng an den Ellbogen nach unten zu kommen, in die Bauchlage. Sehr gut. Leg den Fußrücken auf die Matte, die Stirn dazu und die Arme ganz lang nach vorne. Saug deinen Bauchnabel nach oben, richte die Wirbelsäule, schnüre eine kompakte Körpermitte und dann heben wir Arme und Beine gleichzeitig nach oben ab und machen das zu einer pushenden, kleinen, dynamischen Bewegung. Der Blick geht nach unten, der Nacken ist lang. Noch ein paar Mal. Und dann leg alles zurück auf die Matte. Bau dir ein Kissen mit deinen Händen, leg die Stirn drauf ab. Wandere deine Füße mattenweit und lass die Fersen ganz locker nach außen los. Und dann schau, wenn du magst, deine Hüfte nach links und rechts aus. Als nächstes rollst du dich nach hinten in das Kind, setz den Po auf die Fersen und wie ganz am Anfang fädeln wir unseren rechten Arm einmal ganz durch. Du kannst gerne die Knie auch ein bisschen weiter öffnen, wenn es besser geht. Rechter Arm einmal durchfädeln, leg deine rechte Schläfe auf die Matte ab. Gerne kannst du auch hier wieder den Block nutzen, wenn die Matte zu weit weg ist. Wenn du deine rechte Schläfe abgelegt hast, leg ganz zum Schluss den linken Arm nach hinten auf deinen unteren Rücken, sodass dein linker Handrücken auf dem unteren Rücken liegt. Das gedrehte Kind und wir bleiben hier. Der Atem fließt. Tief durch die Nase ein. Lang aus. Und dann wechseln wir die Seite. Führe deinen linken Arm unter den rechten einmal durch. Leg die Schläfe auf die Matte oder auf den Block. Und dann leg deinen rechten Unterarm auf den unteren Rücken. Bleibe hier, schließe dir die Augen für ein paar Atemzüge.
müssen hier auf. Setz erstmal die rechte Hand zurück. Fühle den linken Arm raus. Und dann roll dich hier Wirbel für Wirbel nach oben im Sitzen auf. Schwing die Beine nach vorne. Schau mal, dass du gerade sitzt. Zieh gerne das Sitzfleisch zur Seite raus und wurzel deine Sitzbeinhöcker in die Erde. Zieh die Zehen zu dir ran. Und dann kommen wir in die sitzende Vorbeuge. Wir machen heute aber eine Variante. Wir schieben unsere Unterarme unter unseren Kniekehlen durch. Wir umarmen uns heute mal selber. Einmal schön die Unterarme durchschieben. Und dann lässt du den Oberkörper, den Kopf nach unten los. Soweit es geht. Denk dran, dass die Zehen immer noch geflext sind. Und nochmal hier tief ein. Gerne auch wieder durch den Mund rauchen und ausatmen. Dann bleibe hier, lass den Atem fließen. Und bei jeder Ausatmung kannst du vielleicht einen halben Millimeter mehr loslassen. Mehr deinen Oberkörper nach unten hinabschmelzen lassen. Der Kopf ist ganz locker, lass den Nacken los. Wir atmen hier noch ein letztes Mal tief ein, hauchen wieder aus. Dann löse erstmal die Hände, zieh sie unter den Kniekehlen wieder raus und komm langsam mit dem Oberkörper wieder nach oben zurück. Gerne kannst du die Beine ein bisschen auslockern. Schau mal, dass du genügend Platz hinter dir auf der Matte hast. Greife deine Kniekehlen und roll dich mit ganz runden Rücken einfach nach hinten auf die Matte. Nimm die Knie direkt mit, greife oben deine Knie und mal große Kreise in die Luft. Wechsel die Richtung der Kreise, einmal andersherum. Dann bring die Beine wieder zurück. Und wir umarmen noch einmal unsere Schienbeine. Bevor wir in unsere Endentspannung gehen, gehen wir noch in die Kraft. Knie ranziehen, den Kopf nach oben bringen. Dann fülle deine Lungen komplett aktiv ein. Halte die Luft hier an und spann jeden Muskel in deinem Körper an. Mach noch so ein Zitronengesicht dazu. Stell dir vor, du hast in eine ganz saure Zitrone gebissen. Und jetzt halte die Luft an und die Kraft. Jeder Muskel ist angespannt. Solange es geht. Halten, halten, halten. Wenn du das Gefühl hast, du platzt gleich, dann darfst du alles auf einmal lösen. Das war's schon. Nimm dir gerne deine Decke. Schau, dass du es dir jetzt wirklich gemütlich machst für deine Endentspannung. Du kannst gerne deine Haare lösen, deinen Dutt oder was auch immer. Du vielleicht hattest, dass die Kopfhaut sich entspannen kann. Zieh dir warme Socken an, einen Schal, eine Jacke. Dann deck dich zu. Und bleib hier in dieser Endentspannung gerne eine Minute liegen, solange du magst. Lass deinen Körper mal komplett los. Genieße es, einfach mal ein paar Minuten nichts tun zu müssen, einfach nur zu liegen. Die Beine legst du mattenweit und lass die Füße ganz nach außen locker los. Leg dich auf den Rücken, die Arme legst du zur Seite ab. Lass gerne ein bisschen Luft an die Achselhöhlen. Und dreh die Handfläche nach oben auf für entspannte Schultern. Elina und ich, wir verabschieden uns hier schon mal und bleiben auch ein bisschen liegen. Genieße die Stille, genieße das Atmen und Liegen und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.